Werner Petzold, figurativ und nonfigurativ. Vielfältige Stilmittel und Techniken sind charakteristisch für das Schaffen des in Leipzig geborenen Künstlers. Abstrakte und figurative Malerei haben im Gesamtwerk des Künstlers gleichrangige Bedeutung. Oftmals entstehen parallel oder aufeinanderfolgend Bildserien, die entweder in einem figürlichen oder abstrakten Stil gemalt sind. Werner Petzold bevorzugt spannungsvolle Bildkompositionen mit expressiver Farbdynamik. Sie erzeugen zuweilen kunstübergreifende Stimmungen. So kann ein Bild swingen, jazzen, rocken oder gar eine sichtbare Fuge von Bach sein. Wir haben mit Werner Petzold am Rande der Ausstellung Abstraction and Figure über seine Kunst und natürlich auch über ihn gesprochen. Herr Petzold, Sie haben dieses Bild extra für diese Wand gemalt. Was hat Sie dafür inspiriert, dass es so eine schöne große Wand gibt? Ja, genau, das werde ich Ihnen jetzt mal kurz erzählen. Als ich hier das erste Mal auftauchte und dieses Angebot bekam, hier eine Ausstellung zu machen, fiel mir unter anderem diese Wand auf. Die war vorher knallrot und die Größe und die ganze Situation hat mich inspiriert, mal wieder mal ein etwas größeres Bild zu malen. Sie sagen etwas größer, also das ist ja nun richtig groß. Sie malen ja sowieso große Bilder. Ich habe früher auch Wandbilder gemacht, die über 200 Quadratmeter groß sind. Ja. Also für mich ist das nicht das Allergrößte, aber ich würde mal sagen, wenn man so das in seinem Atelier stehen sieht, dann hat man schon das Gefühl, es ist ein ganz ordentliches Format. Ja. So, es ist ein abstraktes Gemälde. Ja. Es ist ein Gemälde, das Toccata heißt. Mhm. Und da denke ich natürlich sofort an Bach. Und hören Sie dann mit Bachmusik, wenn Sie malen? Unter anderem, ja. Ich höre immer Musik, wenn ich male. Mhm. Aber mhm. ehrlich gesagt meistens Jazz. Aha. Und andere abstrakte Bilder sieht man das vielleicht auch ein bisschen an. Aber hier hat mich die Wucht der Orgelmusik inspiriert. Und die ganze Kraft, die aus dieser Toccata mit Fuge B-Moll ertönt. Und Bach ist ja nun auch der große Musiker, der übrigens auch in Thüringen ja, groß gearbeitet Spuren. Hat früher. Und ich finde, das ist gar nicht so unrecht, wenn das Bild hier hängt und dass das Toccata ist. Ja. Und wenn man mal nachliest, was Toccata bedeutet, dann wird man auch merken, dass es genau übereinträgt, was den Rhythmus, die Farben, die Spannung und so weiter betrifft. Ja, den großen Bogen und, den und großen das Schwung kleine Teil. Und ne? das kleine ja, Teil, ja, ja genau das. Sie arbeiten mit ganz kräftigen Farben. Das werden wir jetzt in der Ausstellung immer noch weitersehen. Ja. Sie mischen meines Erachtens auch kaum oder wenn, dann höchstens auf der Leinwand. Ja. Das ist so Ihre Spezialität, mit der Farbe umzugehen. Ja. Das ist, naja, wie bei der Malerei eben immer der innere Ausdruck des Malers. Mhm. Der eine ist etwas zarter, der andere etwas verrückter und der andere etwas vitaler und je nachdem. Und es ist auf jeden Fall ein Ausdruck des inneren Lebensgefühls. Mhm. Nun ist das ja auch anstrengend, so ein großes Bild zu malen. Oder ja, ich meine, wenn ich jetzt hier da sitze und was Kleines male, dann tut mir höchstens der Rücken weh. Aber hier muss ich weit ausholen und es ist ja auch eine körperliche Herausforderung. Ja, das haben Sie ganz gut erkannt. Also wenn ich 4-5 Stunden gemalt habe, bin ich total fertig. Ja. Das ist wie Leistungssport. Ja. Halten Sie sich fit, damit Sie das durchstehen können irgendwie? Haben Sie da ein Rezept, wie man das macht? Ja, man muss... Ja, man muss gut im Form sein. Ja. Gehen überhaupt. Also das man betrifft schon aber alle Künstler, ob sie Schauspieler sind, Musiker sind. Sie alle müssen sehen, wie sie sich körperlich in Form halten, damit sie ihre anstrengende Tätigkeit auch wirklich gut ausüben können. So, dann gucken wir mal zu einem Gebiet, was Sie malen, was jetzt nicht abstrakt ist, sondern ganz konkret eigentlich. Oh, jetzt sehen wir die Zahlen sind, dran. Das können wir ja langsam mal abmachen. Ja, wir machen mal die Zahlen, ja die ich habe das ja, hier nummeriert. Ja, das ist also eine Serie sehr ist, schöner. Ja. Naja, schön. Also schöne das ist Frauen. Ja doch, das sind schöne Frauen. Bin sie, ja? Ja. Na gut. Na, sie, ich meine, würden Sie eine Frau malen, wenn sie nicht schön wäre? Auf jeden Fall. Ja? Jede Frau.
Aha. Jede Frau, wenn sie etwas hat, was mich als Maler irgendwie fasziniert oder reizt, diese äußeren Dinge, die so in den Medien eine Rolle spielen bei Frauen, die haben für einen Künstler überhaupt keine Bedeutung. Ja. Also, jetzt die innere Ausstrahlung der Frau spielt eine Rolle. Und dann natürlich, es ist auch die Situation, wenn sie sich so darstellt und zeigt, entsteht eine gewisse Spannung, die aber über die äußere Form geht. Man beobachtet das Licht auf der Haut, den Rhythmus der Gliedmaßen. Und das alles ist auch unter anderem Hauptthema der Malerei. Ja. Ja? Und deshalb, das habe ich ja auch gesagt, das sind Studien. Das heißt, sie haben also den Charakter, dass man dabei studiert und lernt. Mhm. Und als Maler macht man das bis ans Ende seines Lebens. Ja. Gibt es für Sie, was die konkreten Bildinhalte betrifft, irgendwelche großen Vorbilder in der Malerei? Ja, also Vorbilder haben wir alle. Mhm. Und das ist, wenn man studiert, ist meistens die Renaissance, dann später kommt die Moderne dazu. Ja. Und je älter man wird, umso mehr wird sich auch der Blick weiten. Und es ist einfach die gute Weltkunst, die einen Maler inspiriert. Ja. Und speziell würde ich nicht sagen, dass ich einen besonderen. Also, wie bei vielen, die sagen, das Wald Grünewald war mein Aha-Erlebnis. Also auch der Impuls war für mich. Was ist Am Anfang wird man oft von seinen Lehrern an der Akademie geprägt. Dafür muss man sich dann allerdings auch mal frei machen. Das war ja bei Ihnen Bernhard Heisig, ne? Richtig. Ja. Und der aber doch in gewisser Weise ganz anders malt als Sie. Sicher, jeder Maler malt anders. Gott sei Dank. Ja, ja, das wäre ja sonst langweilig. Na klar. Ne? Und was haben Sie von Heisig am meisten gelernt? Oder was ist für Sie am prägendsten gewesen, bei Heisig zu lernen? Der genaue Blick. Ja, das auch das Schonungslose. Das psychische Betrachten des Gegenstandes. Hm. Die freie Handhabung mit dem Material, mit der Farbe. Ja. Dann das verantwortliche Umgehen mit gesellschaftlichen Themen. Mhm. Okay, jetzt haben wir an der Wand was. Und zwar ist hier der Zeichner Petzold zu sehen. Ja. Und zwar jemand, der, was ich bei diesem Kolosseum, bei den beiden Bildern eigentlich faszinierend finde, wie luftig das auch wirkt. Ne? Also es ist ja ein schwebendes Gebäude. Ja. Naja, hier spielt schon ein bisschen die italienische Atmosphäre eine Rolle. Haben Sie immer Cappuccino getrunken und Wein? Ja, so ungefähr. Und vor allen Dingen die Farben, ja. Das ist mit Tusche gezeichnet und die Farbe nennt man gebrannte Sienna und das ist eine typische Toskana-Farbe, gebrannte Sienna. Mhm. Und das ist das Besondere und das Kolosseum selbst als Gebäude ist eins meiner Lieblingsgebäude und symbolisiert eigentlich die Vergänglichkeit von Macht und Größe. Ja. Deshalb hat das einen tieferen thematischen Hintergrund. Was Symbolisches ganz ist das genau. Ja auch. Ja. Aber ich habe nebenbei bemerkt, ich habe 10 Fassungen davon gemacht. Aha. Alle anders als verschieden. Das heißt, ich habe wirklich eine innere, tiefere Beziehung zu diesem Gebäude. Nun ist das ja eine Imagination. So sieht man es ja nicht, sondern ich habe hier Tausende von Touristen, hier den Eingang. Es ist rausgelöst und praktisch auf ein Podest gestellt, damit man sieht, das ist das Eigentliche und nicht das, was das Atmosphärische, was so drumherum ist. Der Rummel, der da drum stattfindet. Hm. Ja. Wir kommen hier mit diesem Bild gleich zu einem weiteren Thema, was Sie immer wieder beschäftigt, und zwar Theater, Masken, Jazz, was Sie vorhin sagten, was Sie ja auch gerne hören. Ja. Da haben Sie 2 Bilder mitgebracht. Ja. Dieses und das an dieser Wand. Ja, da gibt es 4 Fassungen, also existieren 4 verschiedene Fassungen.
Und es ist für mich so eine Art Welttheater, was sich hier abspielt. Ja. Als wir neulich die Wahl hatten, dachte ich, das könnten noch alles Politiker sein. Hm. Ne? Hm. Jeder hat so seine Rolle, jeder spielt sie auf seine Art. Die einen steigen, die anderen manchmal sind ja die Politiker auch wie richtige Clowns, das muss man ja ehrlich sagen. Ja. Ja? Also so ein bisschen das Welttheater. Ja? Ja, das ist, wo im Prinzip kleine Menschen, große Menschen, verkleidete, schöne, hässliche Musiker, also alles. Künstler, alles, Sportler, alles kommt zusammen. Das Universum. Jawohl. Ja. Okay, so, dann kommen wir nochmal zu einer Reihe konkreter Bilder, also figuraler Bilder. Ja. Die hängt hier ein bisschen um die Ecke. Ich nehme an, dass Sie das mit Absicht gemacht haben. Ja, weil es auch ein Thema ist. Weil es ein anderes, ganz anderes Themenfeld ist. Ein ganz anderes Thema. Und zwar hier, es geht um Gewalt, es geht um menschliche Abgründe. Ja. Es ist eine Bildreihe, ungefähr 20, 25 Bilder, die ich genannt habe Grauzone. Es handelt sich dabei um Themen, die zwar existieren in der menschlichen Gesellschaft, unter uns, aber über die man nicht gern spricht. Ja, die manchmal aber durch Medien und so, also durch besonders gruselige Sachen dann allgemeiner Gesprächsstoff für kurze Zeit sind. Und dann wird es wieder vergessen. Ja, naja gut, es gibt also hier so Themen wie zum Beispiel Gewalt in der Ehe. Ja. Das gibt es ja nun schon hunderte von Jahren. Und das wird es wohl auch leider noch weiterhin geben. Oder der Sadismus oder Kindesmissbrauch oder hier der Tod. Der Tod in unterschiedlicher Gestalt. Ja. Hier gnädig. Als Erlöser. Der Todesengel deckt jemanden zu. Ja. Und hier der Tod erlöst jemanden von seinen Qualen, indem er die Apparate ausschaltet. Mhm. Ja. Das sind so Themen, die am Rande der Gesellschaft existieren, aber nur nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen. Und als Künstler fühlt man sich auch sehr verpflichtet, sich dieser Seite des Lebens zu widmen und nicht nur der optimistischen, freundlichen und schönen. Das Freundliche. Ja. Ist das nicht belastend, sich als, sagen wir mal, dann beim Malen so intensiv mit sowas auseinanderzusetzen? Nein. Ist nicht es ist befreiend. Befreiend, ja. Weil es belastet einen ja. Man will ja das Thema malen, weil es einen belastet. Ja. Ja? Aber indem man es praktisch in eine Form bringt, befreit man sich davon. Und es ist eben nur die Frage, ob es einem gelingt, das rüberzubringen, was man beabsichtigt hat oder nicht. Sie haben hier den Bildern doch Titel gegeben. Ja. Ja, die ja doch vielleicht ein bisschen, Sie hatten mir mal gesagt, ich soll mir nichts ausdenken, Richtig. Soll keine Assoziationen haben. Richtig. Ich soll den Rhythmus und die Farbe auf mich wirken lassen. Ne? Eigentlich dürfte man abstrakte Bilder nur nummerieren oder irgendwie anders kennzeichnen, weil man nur nicht konkrete Gegenstände dahinter vermuten soll. Aber, nun wenn ich hier sage Supernova zum Beispiel, da kann man sich natürlich sofort was vorstellen. Ja, ein Stern oder irgendwie in der Galaxis ein entstehender Stern oder irgendetwas. Okay. Und wenn ich das Bild zum Beispiel Finale nenne, dann hat man sowas wie Größe, Aufbruch und so weiter. Gut, aber im eigentlichen Sinne sind das alles Ausdrücke einer inneren Lebensgefühls und auch sozusagen einer inneren Spannung, die man sich versetzt hat beim Malen. Also das ist ja hier praktisch eine Reihe, die auch farbig gut zueinander passt. Die sind auch irgendwo, gibt es da einen Zusammenhang, das habe ich erst später festgestellt. Aber so machen die sich ganz gut an der Wand. Aber sie sind nicht als Dreierreihe von vornherein kein Triptychon gemalt worden. Kein Triptychon. Und hier ist es farbig wieder ein bisschen anders. Also man hat... Aber vielleicht soll ich mir darüber auch keine Gedanken machen. Immer das Gefühl, ich kann dem Künstler auf die Spur kommen. Nein, ich kann Ihnen heute eine Stütze geben. Ja. Denken Sie an Musik. Ja. Ja. Wenn Sie Musik hören, dann denken Sie auch nicht drüber nach, dass das vielleicht
etwas Konkretes ja. oder aus der Wirklichkeit ist, sondern sie geben sich dem Gefühl hin Jawohl. Der Töne. Ja. Ja. Und so ähnlich muss man natürlich diese Art Kunst auch betrachten. Mhm. Ja? Es ist sehr stimmungsbehaftet und wie in der Musik gibt es eben hier Akkorde, Tonfolgen und man spricht ja auch bei Farben von Tönen ja. und so ja. weiter. Mhm. Und solche Bilder haben für mich immer mehr etwas mit Musik zu tun. Ja. Gibt es da bin ich sozusagen ein Komponist aber ohne mit Instrument. Farben. Mit Farben, ein Komponist mit Farben. Ganz genau. Gibt es für Sie so einen Rhythmus, dass Sie sagen, jetzt male ich figurativ und jetzt male ich mal wieder anders? Ja. Oder, ja, aber das machen Sie nicht nach Stundenplan? Nein, das sind Perioden. Ja? Mhm. Wenn ich also sehr lange figural gearbeitet habe, bin ich wie, ausgepumpt, könnte ja. man sagen. Ja, ich bin total leer. Ich habe mich leer gemalt. Mhm. Und dann kommt wieder das andere, das ist die andere Welt, die kommt dann wieder auf mich zu. Und dann erhole ich mich, indem ich etwas anderes mache. Ja? Okay. Und dann erhole ich mich wieder von der Abstraktmalerei, indem ich wieder figürlich arbeite. Das ist wie ein Pendel, der hin und her geht. Ja? Und dann gibt es noch einen anderen Gesichtspunkt, das ist einfach mal kurz gesagt, in der bildenden Kunst interessiert mich alles. Mhm. Ja, ob das ein Wandbild ist, ja. ob das abstrakte Kunst ist, ob das Figurale ist, ob das Grafik ist. Mhm. Das sind alles für sich irgendwelche Gebiete. Aber wenn man kann durch eine ganze Landschaft von Kunst spazieren gehen, und eben alles für sich entdecken, wenn man eben versucht, auch alles zu machen. Weil die Kunst ist eine ganze große Welt. Es ist eine Welt, die man erobern gibt. Muss. Ja. Ja. Und was man noch nicht gemacht hat, das macht man eines Tages, weil man glaubt, jetzt musst du das mal probieren. Das muss, oder man sieht etwas. Ja. Und dann ist man sofort angeregt und sagt, so etwas musst du auch mal machen. Sind Sie als Mensch ein Entdecker, ein Abenteurer? Das müssen andere über mich einschätzen. Aber ich selbst. Aber Sie sind ein neugieriger Mensch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also Sie gehen in die Welt und gucken, wollen auch was erleben. Ja, es gibt zum Beispiel Kollegen, die lehnen die abstrakte Kunst völlig ab oder andere, die lehnen die figurale Welt ab. Ja. Bei mir ist das nicht so. Ich bin da ein Wanderer in den Welten und versuche auch alles für mich irgendwie zu erkunden. Ein Wandler in den Welten. Ein schönes Stichwort, um mit dem Künstler Werner Petzold auch eine Zeitreise zu einem Bild zu unternehmen, das er geschaffen hat. Das wohl größte Standbild Deutschlands in freier Landschaft steht in unmittelbarer Nähe der Halle der Bärwalde, die friedliche Nutzung der Kernenergie von Werner Petzold. Damals ein Traum von der Zukunft, heute wohl eher eine Utopie. Mit 12 Metern Breite und fast 16 Metern Höhe ist dieses Kunstwerk das vermutlich größte freistehende Bild überhaupt. Der Standort auf der Geländeanhebung nahe der Autobahn A4, Anschlussstelle Ronneburg, unterstreicht die Dimension und verstärkt dessen Wirkung. Spektakulär ist das Bild vor allem in seiner inhaltlichen Aussage, gemessen einer geschichtlichen Realität und in Bezug auf heutige Sichtweisen. Ausgerechnet 20 Jahre nach der friedlichen Wende im Osten Deutschlands wurde ein typisches Beispiel sozialistisch geprägter DDR-Auftragskunst wieder aufgestellt. Der Spannungsbogen ist groß, Differenzen sind vorprogrammiert, Erklärungs- und Diskussionsbedarf reichlich gegeben. Wie gesagt, eine Zeitreise zu einem Bild, das Denkmal, Mahnmal und Kunstwerk zugleich ist. Na, man hat das ja, ich bin ja da viele Jahre, also seit 92, 93 bin ich da jeden Tag an dem Bergbaubetrieb Peitzdorf vorbeigefahren. Also ich habe das Bild von außen, von der Straße aus nicht sehen können. Die durften das nicht. Niemand durfte das. Ja, also nur die da arbeiteten, haben das gesehen. Die wussten genau, wer ich bin. Ja. Ja. Aber ich musste 3 Wochen vorher einen Antrag stellen, damit ich in den Betrieb rein durfte. Muss ich das mal vorstellen? Das war hochgeheim, ne? Sie als junge Generation, Sie sagen, was war das für eine Welt? Ja. Aber die war so. Ja. Wir haben ja damals, als mein Vati angefangen hat zu versorgen, haben wir ja auch im Grenzgebiet versorgt. Da mussten wir auch 3 bis 4 Wochen vorher an anderer Stelle einen Rollstuhl zu reparieren. Dann kennen Sie das. Ja. Bürgenstein hinten vorne. Ja. Schlimm.
Ja, und so entsprechend. Nachrichtensperre für alle. Ja. Da erschien nichts in der Zeitung. Nee, da gibt's ja nichts. Naja. Das war ja so ein bisschen schizophren, dass man ja nicht mal im DDR-Lexikon unter Wismut steht, dass es da einen Betrieb gibt. Ja. Sondern es steht nur da, das ist ein Metall. Ja. Mehr, ich habe das Lexikon noch, ich kann das beweisen, falls das jemand anzweifelt. Und das gab es alles gar nicht. Ne? Und wenn man jetzt hier davor steht, dann sieht man ja, das ist eine versunkene Welt und es ist eine große Illusion, die Sie gemalt haben. Genau. Hatten Sie, also sagen wir mal, den Auftrag hatten, dieses große Bild zu machen, nehme ich an, ist man als 30-jähriger Künstler geehrt und erfreut und glücklich. Ja, oder man muss auch viel Selbstbewusstsein haben, um zu sagen, das packe ich, das kriege ich hin, so ein großes Bild. Naja, Sie dürfen jetzt nicht die Vorstellung haben, dass da jemand herangetreten ist an mich und gesagt hat, trauen Sie sich zu, so eine große Wand zu malen. Nein, es war umgedreht. Ich habe versucht, den Leuten klarzumachen, dass ich das machen will. Ah, ja. Das heißt, ich musste die ganzen Funktionäre überzeugen davon, dass ich das will. Ja. Und der Ausgangspunkt war eigentlich folgender. Ich hatte für mich die mexikanische Wandmalerei entdeckt. Ja. Rivera, Diego Rivera und Siqueiros. Ja. Und ich war so begeistert davon, dass ich dachte, einmal im Leben musst du sowas machen, so eine große Wand malen. Und nun hatte ich diesen Kontakt zu diesem Erzbergbaubetrieb Wismut und sah die Wand jeden Tag vor mir, wenn ich da reinkam. Die Traumwand. Also das Gebäude stand. Das Gebäude Meine Traumwand. Ja. Da was dran zu machen, das wäre so mein Traum gewesen. Und ich habe natürlich so lange gearbeitet und mit den Leuten gesprochen, bis ich jemanden gefunden habe, der sich für mich stark gemacht hat und gesagt hat, ja, warum soll man den jungen Künstlern nicht mal sowas zutrauen? Das war dann, der musste das verantworten. Also der Peitsdorfer, ja. Ja, und er musste das verantworten und dann letzten Endes musste der Kulturminister die Genehmigung erteilen. Als Sie gesagt haben, ich will das machen, schon einen Plan, wie das aussehen würde? Nein. Und, oder der hätte es jetzt auch, weiß ich, die glückliche sozialistische Familie sein können? Oder war dann der Auftrag doch über die friedliche Nutzung der Kernenergie, also Atomkraft? Das war, ist dann aber die Idee von den Bergleuten gewesen? Oder es ging darum, um Folgendes. Damals, noch in den 70er Jahren, hatte man eine ganz andere Vorstellung von der Atomkraft, Atomenergie und was sie für die Zukunft bedeutet. Damals war das praktisch die saubere Energiequelle und alle Welt versuchte und die nie alle wird und so weiter. Ja. Das war anders als heute, wo wir wissen, wo die Gefahren liegen und wo wir versuchen, das abzubauen, weil es einfach zu gefährlich ist. So, also es ist ja im Prinzip in den 70er Jahren, nachdem der militärischen Nutzung der Atomkraft im Ende des Zweiten Weltkriegs in Hiroshima und Nagasaki. Und durch das Wettrüsten, die Wismut, wissen wir ja, hat ja im Wettrüsten eine große Rolle gespielt, weil eben die Sowjetunion ihre Kernenergie hauptsächlich ja hier gewinnen konnte. Das wissen wir heute alles. Heute wissen wir das alles ganz genau. Aber damals, da gab es den ersten Atommeiler im Norden der DDR. Ja. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ja. Und da ging es darum, um die Energiegewinnung. Genau. Friedliche Nutzung der Energie. Natürlich, dass das im Grunde genommen für Kriegszwecke benutzt wurde. Wissen wir heute natürlich besser als damals, weil ja damals gab es ja auch bei der Wismut eine absolute Nachrichtensperre. Also das Wort Wismut, Atomenergie und Radioaktivität, das tauchte gar nicht in der Presse auf und in den Medien. Nee, in Medien nicht. Und wie gesagt, selbst in dem Lexikon steht unter Wismut, im DDR-Lexikon steht nur, gibt es ein Metall, aber einen Betrieb gibt es da nicht.
Ja. Die Illusion, also sagen wir mal, die friedliche Nutzung der Atomenergie betrifft ja nun nicht nur die DDR und nicht nur die Tschechen oder so, sondern das ist ja eine weltweite Sache, eine weltweite Entwicklung. Und es gibt ja Kernkraftwerke in den 70er Jahren auch schon in vielen Ländern der Welt. Die Franzosen beziehen ja heute noch einen Großteil ihres Stroms aus Kernenergie. Ja. Wir wollen in Deutschland das ja demnächst abschaffen, weil wir die Gefahren gesehen haben. Mhm. Sie bauen aber jetzt eigentlich dieses Gemälde auf. Die Basis ist ja die Wismut, ohne dass das jetzt hier drunter steht, sondern es sind die Bergleute, es geht um die Bergleute. Schacht, die Grundlage schaffen. Die das Erz gewinnen. Ja, die das Erz gewinnen. Und das ist ja hier auch von Ihnen in einem sehr technisch dargestellt, also sehr dynamisch. Sie sitzen an Computern, sie lesen Zeitungen, sie fahren martialische Geräte. Richtig. Und so. Und darüber ist jetzt praktisch, sie sind die Basis, und darüber ist auf dieser Platte dann der Überbau. Der gesellschaftliche Überbau. Die Frau. So hat man damals gesagt. Genau, die Frau mit dem Kind. Und oben ist die Vision quasi. Ja, ne? Ja, der Mensch, der die Urankraft beherrscht. Oder die Natur auch besiegen kann. Ja, genau. Das ist ja auch eine Illusion. Das waren damals aber diese Schlagwörter. Und das war auch im Bewusstsein der Menschen so. Das ist auch eine große Hoffnung gewesen, dass das möglich genau. ist. Also wir dürfen nicht vergessen, dass das sich alles in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts abgespielt hat. Ja, das ist so auch futuristisch, das Bild. Hat Sie das gereizt, das Visionäre, eine Vision. Ja? Und unterhalb des Bildes also, sagen wir mal, das, was sich unter Tage abspielt. Mhm. Und dann die Vision, mit dem Produkt, mit dem Erz, was damit erreicht werden kann. Ja, wir erobern die Sterne, da ist ja der Raumfahrer. Beispiel, ne? Okay. Technisch ist das ein ganz schwieriges und auch kompliziertes Material. Ja. Aber Material, denke ich mal, was die nicht nur jetzt den Gedanken der friedlichen Nutzung längst überdauert hat, sondern auch noch viele, viele, viele Jahre weiter überdauern wird. Also der damalige Produktionsdirektor, der also verantwortlich war auch für dieses Projekt, der sagte zu mir, also mein Lieber, komm mir nicht mit irgendwas an, was nicht 100 Jahre hält. Oh, ja. So ungefähr. Ja. Also damals in der DDR dachte man ja in Dimensionen. Ja. Und Honecker sagte ja damals, die DDR wird in 1000 Jahren noch existieren. Also man wollte was haben, was also haltbar ist. Aber es hat auch noch einen anderen Hintergrund. Es hat ja einen Industriestandort gehabt. Und dort, wo Industrie ist, da gibt es andere Umweltbedingungen. Ja. Es durfte also nichts sein, was leicht angreifbar ist durch irgendwelche Industriedämpfe, Luft oder aggressive Außenwelteinwirkungen. Und es war ja im Freien, es musste ja auch die Witterung standhalten. Deshalb dieses Material und dieses... Das Material ist Industrie-Emal. Ne? Ja. Und das ist... wo man mit Straßenschildern macht. Richtig. Und das ist aber jetzt dieses Material, was man sonst nur spritzt und für industrielle Zwecke nutzt, das jetzt künstlerisch einzusetzen, das brauchte einige Experimente. Ja. Und da gab es wirklich Versuche und im Labor und so weiter, wie man das am besten vermalen kann im Pinsel, damit man auch noch ein bisschen, also die Pinselstruktur sieht, und dass man, wie man gewohnt ist, auf Leinwand oder mit Farbe zu malen, dass man eben so auf diese Stahlbleche malen kann. Mhm. Und das muss ja natürlich sitzen, Korrekturmittel gibt es da nicht. Ne? Also man muss ja wirklich das Material beherrschen. Und das wird ja dann gebrannt, und wenn es gebrannt ist, dann ist es für die Ewigkeit da. Ne? Haben Sie sich mal vermalt?
Ja. Ich meine, jede Platte ist 1 Meter und mal 70 Zentimeter groß. Hm. So, das sind 284 oder so, hatten Sie gesagt, Platten. Also insgesamt 16 mal 12 Meter. Ja, ich nehme an, man macht als Künstler erstmal eine kleine Skizze. So, dann muss man eine 1-zu-1-Skizze machen. Wo legt man die hin und wie guckt man die sich an? Wie macht man sowas? Ja, da gibt es schon bestimmte Techniken. Hm. Rastersysteme, Übertragungssysteme. Hm. Das muss man sich natürlich auch ausdenken. Hm. Und für solche Sachen gibt es dann keine Vorbilder. Das muss man entwickeln. Hm. Denn ich meine, das Bild besteht ja aus vielen Figuren, aus kleinen Details. Mhm. Wenn ich mir die Platten angucke, das stimmt exakt, die Linie. Das ist schon toll. Ja. Man setzt eine Platte neben die anderen und insgesamt ergibt es etwas. Also ich habe das Bild nie im Ganzen gesehen, ehe es nicht vollständig montiert war. Mhm. Und das ist natürlich etwas Ungewöhnliches. Ich habe also immer nur ein Detail gesehen, sagen wir 3-4 solche Platten. Mhm. Also 2-3 Quadratmeter konnte ich mal zusammenlegen. Aber insgesamt, was es für eine Wirkung hat, das habe ich erst gesehen, nachdem das Bild dann montiert war. An der Wand war. Genau. Und da ja niemand außer den Geheimnisträgern und den Mitarbeitern dort dabei war, wie ist das gewesen, als das eingeweiht wurde? Ich kann Ihnen sagen, da gibt es abenteuerliche Sachen. Zum Beispiel wollten natürlich die Auftraggeber mal einen Ausschnitt sehen. Mhm. Denen war das also unheimlich, was da entsteht. Natürlich. Mir selbst war es unheimlich. Also da wurde eben mal 2 Reihen Platten, sag mal den oberen Abschnitt, der wurde vor einer Kirche, vor einem Kirchturm unten auf der Erde ausgebreitet. Dann mussten hochklettern, ja. Dann mussten die Generaldirektoren durch den Kirchturm klettern und durch eine Luke oben konnten die dann mal sehen, wie das mal ausschnittsweise, wie das mal werden könnte. Ja? Also solche Sachen hat es da gegeben und gab es viele Abenteuer verbunden mit diesem Bild. Und nun waren Sie ja gut vernetzt in Peitsdorf. Sie haben ja, sagen wir mal, ein gutes Verhältnis auch zu den Kumpeln gehabt und zu den Bergleuten, weil Sie haben viele von ihnen ja auch gemalt. Ja, und was haben nun die? Ich war auch 100 Tage und so. Was haben nun die, wie fanden die das? Fanden die das ausgeschmissenes Geld? Ja, so ungefähr. Ja, was soll denn das? Ne? Ja. Aber als die Wende dann war und es hieß, wir reißen das alles ab und so, dann plötzlich sagt die, unser Bild? Ja, nee. Unser Bild nicht. Unser das Bild bleibt, nicht. Das bleibt. Mhm. Und was wird mit unserem Bild? Mhm. Also die haben sich dann derartig identifiziert, so dass sie sagten, das sind wir. Das ist unser Bild und heute noch, solange wenn sie noch leben, muss man immer sagen, bei Uranbergbauarbeitern, wenn sie heute noch leben, dann gehen die ja hier und gucken und dann erzählen sie, was sie früher da alles gemacht haben, 100 Tage. Mhm. Und ich habe ja das Leben 100 Tage richtig kennengelernt. Ja. Ich bin eingefahren und habe meinen verrücktesten Ecken habe ich dazu gebracht und hatte wirklich gute Beziehungen. Hatte auch so eine Jugendbrigade, so nannte man das früher. Die besuchten mich im Atelier und war ganz, ganz gute Beziehungen hatte ich da. So, nun haben Sie von der Wismut viele Aufträge gehabt. Sie haben dieses wirklich tolle Bild, Monumentalbild gemalt. Das war ein Traum, den sich ein Künstler erfüllen kann. Trotzdem sind Sie 1983, haben Sie alles hinter sich gelassen und sind in den Westen geflohen. Ja. Haben Ihnen, warum eigentlich? Warum? Naja, das ist ganz einfach. Ich wollte mal die Welt kennenlernen. Ich war damals dann schon 43 und hatte noch nicht Paris gesehen. Ja, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Heute fährt jeder dorthin, wo er Lust und Laune hat. Aber ein Künstler, der noch nie im Louvre war. Ja, oder in Florenz. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Weil man das alles nur von Postkarten kennt, ne? Oder aus dem Katalog. Ja, ganz genau. Und das war dann. Ja, das war einfach mein Freiheitsdrang. Ja.
Ich habe für den, wie alle anderen Künstler, habe ich für andere Institutionen auch gearbeitet. Ja. Es war meist oft so, dass viele Künstler damals in der DDR hatten Kontakte zu VEB-Betrieben. Ja, also es gibt, war ja nicht nur die Wismut, und das haben stimmt. Dann, Dinge also, gemalt. Die haben für Zeiss in Thüringen für Zeiss gemalt, die haben für Aufträge vom Rat des Bezirkes bekommen, haben Ferienhäuser ausgemalt Krankenhäuser sind mit Kunst bestückt worden, die Rathäuser sind mit Kunst bestückt worden. Die LPG hier um die Ecke in Kauern, die hatte. Und Sie dürfen eins nicht vergessen, und das ist jetzt mal ganz wichtig. Ich war ja nicht der Einzige, der sowas gemacht hat für Wismut. Mhm. Über 100 Künstler haben für Wismut gearbeitet. Maler. Ja, das wird ja in dem... Aber nicht jeder hat natürlich so ein Wandbild gemacht. Das ist klar. Deshalb stehen wir ja hier. Es gibt ja viele Künstler, die große Zahl von Arbeiten in der Sammlung der Wismut haben. Ja. Das sind sie nicht der größten Sammlung. Nee. Gar nicht. Und es hat eigentlich auch jeder bedeutende DDR-Künstler da seine Spuren hinterlassen. Alle. Berühmte Namen. Ja, das geht. Alle sind vertreten. Sind wirklich alle vertreten. Ihr Professor Heisig hat ja auch für die Wismut ein großes Wandbild über die über Gera gemalt, über den Kaputsch in Gera, glaube ich, ist das. Das kenne ich nicht. Ja. Habe ich auch erst über den Katalog erfahren. Und dann war aber auch ein Wismut-Auftrag. Das gehört dann der Wismut. Okay. Schönes Wetter haben wir, ne? Ja. Glück. Ja, das blendet dadurch sehr auf dem Bild. Das, bei Sturm und bewölktem Himmel leuchtet es mehr. Nimmt, finde ich, immer die Sonne viel weg. Aber man sieht hier noch jeden Pinselstrich, ne? Ja. Ja, also gerade auch an den Armen sind die Dinge bei. Die Struktur, ne? Ja. Wenn man da guckt. Ja. Über den Inhalt kann man sich streiten, aber technisch ist das einfach frei. Technisch ist das okay. Also für mich ist es eben wirklich so eine, erzählt es eben von der Illusion. Ja. Von der Illusion und es ist ja nicht so, wenn die sich als fehlerhaft erweist, die Illusion, dass man sagen kann, die habe ich gar nicht gehabt. Das ist ist ja unehrlich. Illusion ist der falsche Ausdruck. Utopie. Von der Utopie. Ne? Man träumt von etwas, wie es sein könnte, wie es aber nicht ist. Ja. Positiv ist ja immer noch eine Würdigung der harten Arbeit der Kumpel unter Tage. Ja, das war auch der einzige Grund, dass ich da überhaupt noch mitgemacht habe. Denn ich habe ja immer noch die Autorenrechte. Ich hätte sagen können, das Bild muss weg. Ja. Da hätten die nichts machen können. Es war ihr Besitz, aber wenn die nach der Wende, wenn ich gesagt hätte... Die Rechte bleiben ja beim Künstler. Die haben mich auch gefragt. Nee, ist toll. Aber ich habe immer hinterher, wo kommt es hin? Und so. Als ich dann erfahren habe, dass das hier so frei stehen sollte, in Gemeinschaft mit dem Förderturm und so mit diesen Geräten und so weiter, da habe ich dann natürlich zugesagt. Da habe ich gesagt, das finde ich prima. Ja. Ich finde diesen... Wenn die gesagt hätten, in Gera, in der Innenstadt, hätte ich nee gesagt. Ich finde, dass es so einsam in der Landschaft steht. Ja, das finde ich, find toll. Ich toll. Ja. Nee, der Architekt, der das gemacht hat, der war aus Altenburg. Ein ganz sympathischer Mann. Der hat sich wirklich auch da was einfallen lassen. Weil das ist ja auch ein Problem. Das ist ja dem Wind ausgesetzt. Und es darf ja auch nicht so plump aussehen. Es muss ja eine gewisse Eleganz haben. Ne? Und es muss trotzdem einfach sein. Und ich finde, der hat das technisch ganz gut gelöst. Ne? Würde ich sagen. Ja. Ist das mit der Ausrichtung auch so, dass der Wind sich nicht so drin fängt? Oder wie das denn? Das ist ja auch schwierig, wenn ich so ein großes Segel wirkt. Ja.